Ja, Eddie, die zweite Trainingseinheit ist gerade zu Ende gegangen. Ich würde gerne mit dir am Anfang über die erste Einheit sprechen. Und zwar hier vorne auf dem Vorplatz. Da habt ihr euch gegenseitig abgeklatscht, über Kopf abgeklatscht, etc. Wie hast du diese Einheit erlebt? Ja, das war das Aufwärmen. Ich denke, ist gut zum Reinkommen, gute Stimmung zu verbreiten. Das macht der Julian meistens richtig gut und da haben wir viel Spaß dran und ja, werden nebenbei auch natürlich auch warm. Ihr werdet warm und dann ging es auch richtig zur Sache bei den weiteren Trainingseinheiten hier auf dem Hauptplatz hier in Bad Radkersburg. Ja, gleiche Frage, wie hast du diese Trainingseinheit erlebt, diesen Abschnitt? Ja, war taktisch geprägt und nebenbei natürlich haben wir auch Läufe gemacht, die auch wichtig sind fürs Spiel, für den Wettkampf. Und deshalb war das heute alles in einem die Hälfte des Tages, aber eine richtig gute Hälfte. Und dir ist auch eine super Hütte gelungen, die war gewollt, oder? Selbstverständlich. Ich habe ganz genau gesehen, dass der Tor zu weit draußen steht und habe das Ding reingechippt. Jetzt stehen vier Testspiele in den kommenden Tagen an. Ich glaube, in der Vorbereitung bestreitet man diese Testspiele zwischendurch auch immer sehr, sehr gerne, um zu testen, wie weit man ist. Ja, diese Spiele sind ganz, ganz wichtig für uns. Allein um zu sehen, wie weit wir sind, aber auch, dass wir die Neuzugänge integrieren, dass wir als Mannschaft immer besser ja, uns abstimmen, justieren, diese Kleinigkeiten reinbringen, die wir dann im Wettbewerb brauchen. Und deshalb sind die Spiele ganz, ganz wichtig und wir nehmen sie natürlich ernst. Abgesehen vom Wetter, wie bewertest du die Begebenheiten hier in Bad Radkersburg? Ja, optimal. Der Weg zum Platz ist nicht weit und sind ganz schnell da und sind ganz schnell wieder im Hotel. Der Platz ist jetzt auch, wenn er jetzt so wurde gemäht, sieht ganz, ganz anders aus als gestern und die Bedingungen sind optimal. Edgar, herzlichen Dank. Gerne, gerne. Tschüss.